Bereits zum dritten Mal lud der Schlagersänger Silvio Samoni in die Kirche Sternberg zum Advent der 1000 Lichter. Vor dem Konzert gab es im Pfarrhof einen Weihnachtsbazar mit allerlei Dingen, Köstlichkeiten, warmen Getränken und mit dabei auch der Maroni-Brater. Heuer zum dritten Mal das Adventfest der 1000 Lichter hier am Sternberg. Wurde dieser Ort bewusst gewählt? Ja, eigentlich schon. Also das Ambiente hier oben mit der Idee, das Adventfest der 1000 Lichter zu veranstalten auf diesem wunderschönen Platz, das war einfach, das hat super zusammengepasst mit unterschiedlicher Musik, von der Klassik über Kärntner Chorliteratur, Adventliteratur bis hin zum Adventschlager, Weihnachtsschlager. Das passt perfekt. Wunderschöner Ort, tolle Kulisse. Ich glaube, da haben wir wirklich den besten Platz der Welt ausgesucht. Zu Beginn der Abenddämmerung wurden die vielen Kerzen beim Aufgang zur Kirche angezündet und im Vorraum spielten die Kelagbläser weihnachtliche Melodien, um für das nachfolgende Adventkonzert in der Kirche einzustimmen. Durch das Programm führte Petra Nuat. Einen wunderschönen guten Abend, meine Damen und Herren. Ich bin überwältigt, was da heute los ist in der Kirche. Viele bekannte Gesichter. Wunderschön, dass Sie alle heute bei uns sind. Advent der 1000 Lichter in Sternberg. Immer wieder, jedes Jahr. Heuer schon zum dritten Mal treffen wir uns hier, um einen weihnachtlichen, vorweihnachtlichen Abend miteinander zu verbringen. Mit vielen Künstlern, regionalen Künstlern, die heute auch wieder für Sie alle musizieren werden. Das Jahr tut schon rostet und was gemacht ist, bleibt Macht. Ist eine Zeit voller Wunder bis zur heiligen Nacht. Ist eine Zeit voller Wunder bis zur Wir singen jetzt für Sie, Kärnten-Kids, Ihr Kinderlein kommet. Aber es heißt bei uns nicht nur, Ihr Kinderlein kommet. Liebe Leute, kommt alle und hört zu. Mit dabei waren auch Elisabeth Kreuzer, das Kärntner Chorensemble, Kärnten Kids, Kanter Klassiker und die Kelagbläser. Was nimmt man mit für die Weihnachtszeit von so einem Konzert? Na, einfach die Stimmung, man versucht diese Stimmung hinzubringen bis zu den Weihnachtsfeiertagen. Man versucht sich auch Besinnlichkeit aufzunehmen, um einfach diese stille Zeit so zu verleben, dass man dann Weihnachten richtig auch feiern kann. Wenn man in das Publikum hineinschaut, als Moderatorin leuchtende Augen, nimmt man da persönlich auch etwas mit?
Oh ja, viel Besinnlichkeit und das Wissen, dass es auch noch solche Veranstaltungen gibt, wo man wirklich was mit nach Hause nehmen kann, nämlich Frieden.